Ja, herzlich willkommen zum zweiten Vortrag, auch mit dem Thema Integrationstest. Ja, der Olli Reisig hatte mich gefragt, ob ich mal die UI-Perspektive darlegen kann. Mein Hintergrund ist, ich bin reiner UI-Entwickler. Ich mache nichts mit Java. Ihr findet mich auf Twitter unter Zusatzstoff, ansonsten das ist meine Homepage und auch auf GitHub bin ich einigermaßen aktiv. Bei Fragen, Anregungen, irgendwas gerne über Twitter. DMs sind offen. Genau, und heute würde ich gerne unsere aktuelle Wahl für Integrationstests präsentieren und das ist Cypress. Dafür habe ich eine kleine Agenda zusammengebaut, die geht erstmal die Anforderungen von Integrationstests durch, also Anforderungen aus Sicht eines UI-Entwicklers. Dann werde ich ganz kurz was zu Selenium sagen oder warum wir uns dagegen entschieden haben. Dann Cypress ein bisschen im Detail, die APIs, wie es funktioniert, was da im Hintergrund alles stattfindet. Dann gibt es eine ganz kurze Demo, so ein bisschen hands-on, wie ihr gerade eben schon gesehen habt. Und ganz zum Schluss erkläre ich euch dann die Trade-offs, warum es nicht für alle Anwendungsfälle geeignet ist. Gut, fange ich mal an mit den Anforderungen aus Sicht von UI-Entwicklern. Zuallererst, aktuelle UIs sind asynchron. Das haben die nun mal so an sich. JavaScript ist asynchron, deshalb sind alle Applikationen, die im Browser-Client laufen, natürlich auch asynchron. Der Trend geht hin zu clientseitigen Applikationen. Das heißt, ich möchte möglichst fette Clients haben, die eine sehr hohe Interaktivität haben, die komplexe Nutzerflows abbilden und gleichzeitig jeder, der irgendwie so ein bisschen mal in die UI-Entwicklung reingeschnuppert hat, weiß, wie schnelllebig unser Ökosystem ist. Entsprechend dynamisch müssen wir natürlich auch mit unseren Test-Frameworks sein. Die Anforderung von Entwicklern ist, es ist so, dass dadurch, dass wir sehr komplexe UIs entwickeln, sind Tests und vor allen Dingen Integrationstests die Basis für die Weiterentwicklung von unseren Produkten. Wenn wir diese Tests nicht haben, wird es verdammt schwierig, Features hinzuzufügen oder beziehungsweise für eine stabile und auch sehr agile Software zu sorgen. Dann haben wir noch das Problem, dass wir mit großen Entwicklerteams mittlerweile agieren. Das heißt, oft ist es so, dass wir eben nicht wissen, wie jeder einzelne Aspekt unserer Applikation funktioniert. Das heißt, es ist so eine Art Sicherheitsnetz für uns, dass wir Integrationstests haben, um überhaupt sicher zu gehen, dass mit einer Änderung, die ich jetzt beispielsweise in unseren Source Code mit einführe, immer noch die restliche Applikation funktioniert. Wir wollen eine schnelle und einfache Entwicklung der Tests haben. Die dürfen uns nicht im Weg stehen. Das heißt, mein größter Faktor bei uns ist beispielsweise, dass wir Java nicht für unsere Integrationstests verwenden wollen, einfach darum, weil das nicht unser Ökosystem ist, in dem wir entwickeln. Ich möchte nicht für zwei Package Manager Sorge tragen, ich habe mit einem schon genug zu tun. Ich möchte auch viele Tests schreiben, das heißt, die Anforderung von uns ist auch, dass auch die Integrationstests neben den Unit-Tests sehr schnell ausführbar sind. Das heißt, daraus ergeben sich so vier Anforderungen an Integrationstests. Das erste ist, das Entwickler-Tooling muss exzellent sein, die müssen sehr stabil sein. Sie müssen schnell sein und ich möchte natürlich eine Parallelisierbarkeit haben, da diese Tests natürlich in der CI jedes Mal, wenn ich einen Pull-Request stelle, mit ausgeführt werden sollen. Gut, soweit zu den Anforderungen. Jetzt zu Selenium. Wie ich schon sagte, UIs sind asynchron, Selenium ist es nicht. Und das ergibt häufig, wenn man versucht, vor allen Dingen Single-Page-Applikationen zu testen, Probleme. Und das sieht man direkt in der Selenium WebDriver-Architektur, beziehungsweise so, wie sie ursprünglich gedacht war, ist natürlich jeder Selenium-Call oder jeder Call meines Test-Runners resultiert in einen HTTP-Call, der dann von den Browser-Drivern in den echten Browsern ausgeführt wird. Das ist super, wenn man viele Browser testen möchte. Das ist auch sehr schön, wenn man vor allen Dingen eine gewisse Isolierung haben möchte zwischen Beschreibung und der tatsächlichen Execution. Also es ist ein sehr schöner Abstraktionslayer. Allerdings ist diese gesamte Architektur entstanden, als auch diese Bücher rauskamen. Und das war nämlich 2004. 2004 war die Welt für Selenium noch ein wenig einfacher. Das heißt, typischerweise wurde der meiste Kram einfach von Server gerendert, wurde ausgeliefert im HTML.
Man hat mit einem Selektor relativ einfach das testen können, was man wollte. Leider ist dazu gekommen, dass wir zum einen natürlich JavaScript haben, was permanent im Client noch mitläuft. Das heißt, es werden permanent Events irgendwie gefeuert. Die UIs oder der DOM-Morph die ganze Zeit. Und dann habe ich noch sowas wie CSS-Transitions. Das heißt, auch das beispielsweise, um überhaupt eine Sichtbarkeit von einem bestimmten UI-Element sicherzustellen, ist mittlerweile eine echte Herausforderung geworden. Das heißt, die Asynchronität der UIs ist nicht nur durch JavaScript ausgelöst, sondern auch eben dadurch, wie wir diese Applikation designen oder auch weiterentwickeln. Das führt dann meistens dazu, dass zumindest in meiner Erfahrung, dass man natürlich mit Selenium diese Tests schreiben kann, aber dass es dann zu Workarounds kommt. Das Typische ist so ein Element-Polling, das heißt, ich warte eine gewisse Zeit, bis das Element da ist. Und wenn das Element nicht da ist, dann bricht mein Test ab oder ich füge eine neue Wartezeit hinzu und hoffe, dass dann das Element da ist. Aber warum oder was der Auslöser dafür ist, dass dieses Element beispielsweise auf der Seite erscheint, das ist meistens nicht klar oder nicht abbildbar. Oft ist es auch so, dass man versucht, im Hintergrund die HTTP-Calls zu analysieren. Dazu muss man dadurch, dass man ja quasi in einer Blackbox-Environment ist, gleichzeitig noch mit dem Server, der dahinter ist, instruieren, dass man diese HTTP-Calls mit abfängt, die mockt, beziehungsweise dann analysiert, ob die HTTP-Calls tatsächlich auch verarbeitet wurden. Und das führt auf lange Sicht aus unserer Erfahrung zu langsamen und relativ instabilen Tests. Wie gesagt, wir sind Entwickler, wir möchten die Dinger möglichst in jeden Schritt unserer Entwicklung mit ausführen. Deshalb wurde Cypress entwickelt. Also wie gesagt, wir verwenden es, wir haben es nicht entwickelt, es ist Open Source. Es gibt eine relativ große Community rund um Cypress, die vor allen Dingen von Menschen mit UI-Hintergrund entwickelt wird. Und deshalb wird es auch als Testrunner für Menschen gedacht. Die Runtime ist ganz anders als in Selenium, nämlich es wurde sich dafür entschieden, dass die Tests direkt im Browser ausgeführt werden, was eine Besonderheit ist. Das heißt, anstatt über ein Protokoll zu gehen oder über eine Abstraktion im Browser, leben meine Tests in meiner Applikation mit. Das bedeutet, dass ich kompletten Zugriff zu jeder Zeit auf mein Document, mein Window habe, meine Events. Das bedeutet auch, dass ich meine Tests in JavaScript schreiben muss und das bedeutet auch, dass meine Tests asynchron sein müssen. Das sind die Vorbedingungen, überhaupt mit Cypress zu arbeiten. Gleichzeitig wurde ein Testrunner mitentwickelt, der das Ganze relativ schick visualisiert. Ihr werdet dazu nachher noch ein bisschen mehr sehen. Das heißt, das ist ein Testrunner, der den Cypress mitbietet. Anstatt jetzt quasi immer zu warten, dass mein Test ausgeführt wurde oder zu hoffen, dass ich den richtigen Moment erwische, habe ich in den Testrunner die Möglichkeit, in die unterschiedlichen Ausführungsschritte zu gehen, zu schauen, wie der DOM sich in dem Moment verhalten hat, weil im Hintergrund Cypress von jedem Schritt Screenshots oder Captures macht und den DOM dann wieder in den Zustand versetzt, den ich an dem jeweiligen Testschritt hatte. Das ist sehr mächtig. Das sorgt vor allen Dingen auch dafür, dass die Art und Weise, wie man Tests entwickelt, sehr viel iterativer wird. Dadurch, dass dieser Testrunner eigentlich die ganze Zeit im Watch-Modus ist. Das heißt, er wartet auf Änderungen und führt sofort meinen Test aus. Das heißt, ich sehe, an welcher Stelle der Test gescheitert ist oder eben geklappt hat. Zur Testorganisation. Testorganisation ist, da hat sich Cypress an Mocha orientiert. Das ist eine relativ, ja, wie soll ich sagen, populäre Variante oder ein populärer Test-Runner, der es ermöglicht, Hooks zu definieren. Das heißt, vor jedem Test kann man, also Test-Bundles oder Test-Suites werden in beliebig geschachtelten Describe-Blöcken zusammengefasst. Es gibt ein Before-Hook, ein After-Hook, ein Before-Each, ein After-Each-Hook und dann natürlich am Ende auch das It. Das It ist quasi dann der eigentliche Test. Wie gesagt, da werdet ihr später auch noch mehr dazu sehen. Assertions sind natürlich Brot und Butter von Tests. Und hier setzt oder verwendet Cypress Chai. Chai ist eine, wie soll ich sagen, eine Assertion-Library, die sehr viele BDD-Patterns mit umsetzt. Das heißt, es lässt sich relativ einfach lesen. Und Cypress packt sogar noch das Synonym-Chai jQuery mit oben drauf. Das bedeutet, man kann auch Assertions auf DOM-Elemente
machen. Das Interessante hierbei ist, dass jedes Element, was man beispielsweise über ein Cypress-Get, wie hier zum Beispiel das li.selected, hat im Hintergrund automatisch ein jQuery-Element produziert. In dem Moment kann man natürlich alle Selektoren, die jQuery zur Verfügung stellt, verwenden, um auch seine Dokumente auf seiner Seite zu finden. Das heißt, sowas wie einen Parent zu finden, ist in jQuery möglich. Deshalb kann ich das auch in Cypress verwenden. Da gibt es eine ganz lange Liste. Es gibt diese SHOULD-Annotation, die durch den Cypress-Wrapper mit gepackt wurde, die es einfach ermöglicht, direkt auf das gerappte Element eine Assertion auszuführen, sodass das man diese Elemente auch ja, im späteren Verlauf auch sehen werdet, noch chainen kann. Das heißt, man kann auch sagen, should have length 3, and first element should be und so weiter. Also man kann die auf das eine Element eine ganze Reihe an Assertions packen. Dann kommen wir so ein bisschen zur Abstraktion, wie es möglich ist, beziehungsweise was erstmal Cypress für Varianten oder Helper bietet, um überhaupt den Zustand der Applikation herzustellen beziehungsweise einfacher mit der Applikation zu interagieren. Da gibt es das typische CI-Wrap, was mir ein DOM-Element wrappt und dann mir eben die Cypress-Chainable API zur Verfügung stellt. Es gibt sowas zur Navigation, das heißt, wenn ich auf irgendeine bestimmte Seite navigieren möchte, gibt es das CI-Visit. Man kann den Viewport in bestimmter Breite und Höhe einstellen. Da gibt es eine vordefinierte Reihe von iPhone 6 bis ja, weiß ich nicht, iPad und so weiter, die kann man auch als String da reinpacken. Das ist relativ elegant gelöst. Es gibt die Chainable Commands. Das ist das, was ich gerade meinte. Das heißt, der Grundansatz von Cypress ist, dass man auch eigene Commands mit hinzufügen kann. Auch das werdet ihr in der Demo da noch sehen. Und diese kann ich chainen. Das heißt, ich kann das Element oder beziehungsweise ein spezielles Attribut wieder zurückgeben, mit dem der nächste Operator dann umgehen kann. Hier zum Beispiel ist es so, dass ich die Navigation mir raussuche, sage, dass die sichtbar sein sollte, dass es eine bestimmte Font-Family haben soll. Und die Besonderheit ist, dass das should have CSS font family automatisch mir die font family darunter zieht, wo das, und danach könnte ich einen Matcher und hier halt einen regex auf Serif dann noch mit dran packen. Also hier habe ich sichergestellt, dass also eine Navigation sichtbar ist und dass die Navigation das CSS hat, was die font family bestimmt, was eine Serifenschrift ist. Weiterhin mächtig ist das API-Mocking. Wie gesagt, ich spezialisiere mich hier besonders auf Integrationstests. Für uns ist es wichtig, in sehr frontend-getriebenen Applikationen ist es natürlich wichtig, irgendwie an Daten zu kommen. Und diese APIs möchte ich mocken, gerade wenn es um Integration-Tests geht. Und hier bietet Cypress die Möglichkeit, mir direkt die APIs zu mocken. Das heißt, ich kann sagen, ich starte einen CI-Server im Hintergrund und kann sagen, wenn die Route mit folgender URL getroffen wird, dann gib mir mal bitte diesen Payload zurück mit einer bestimmten, also mit 200 im Default-Fall, aber man kann auch andere HTTP-Status kurz mit zurück senden. Das ist relativ mächtig, wenn man vor allen Dingen in einem bestimmten Schritt oder einem bestimmten Testschritt einen anderen Wert erwartet. Die Besonderheit hier ist, dass man in der CI-Route auch ein Alias vergeben kann. Das heißt, ich kann auch beispielsweise sagen, ich mache eine Assertion darauf, dass ein bestimmter API-Call gemacht wurde. Und mit welchem Body bzw. mit welchen URL-Parametern. Auch das ist möglich, was, wie gesagt, sehr nützlich ist. Dann haben wir Fixtures. Fixtures ist die Variante, ja, fixierte Daten abzulegen. Das ist so, dass die Fixtures automatisch in dem Ordner Fixtures angezogen werden. Das kann man konfigurieren. Im Standardfall geht Cypress davon aus, dass es, ja, wie soll ich sagen, dass es JSON-Blobs sind. So würde er jetzt zum Beispiel den Fixture-User das JSON sich rausnehmen, daraus gleich ein JavaScript-Objekt machen, das würde dann zur Verfügung stehen, und zwar unter dem Alias UsersJSON. Das gleiche geht auch für Bilder, für Binärdateien, ja, was auch immer man da vorstellen mag. Und das Interessante ist, dass ich beispielsweise auch das kombinieren kann mit der CI-Route. Das heißt, beispielsweise habe ich einen API-Endpunkt, der auf GET hört und mit /users/ und dann kommt
was auch immer, eine Wildcard im Hintergrund. Dem kann ich sagen, du antwortest mir bitte mit der Fixture Users, die in meinem Ordner Fixtures liegt. Und das in einer Zeile. Und das ist, wie soll ich sagen, sehr elegant und mächtig. Dann gibt es noch eine Besonderheit, das nennt sich Tasks. Tasks ist eine weitere Möglichkeit, das Testbed vorzubereiten. Hier im Besonderen ist es so, dass Cypress auch einen Node.js-Teil hat, der im Hintergrund mitläuft, der natürlich auch die Test-Execution mit überwacht oder und die Reports generiert. Das heißt, in einen extra Thread kann ich beispielsweise einen Task definieren, der mir meine Datenbank vorbereitet. Das heißt, hier seht ihr in der zweiten oder in der dritten Zeile, dass ich sage, bitte führe mir den Task aus, der mir die Datenbank mit den Defaults prefilled. Dann habe ich hier auch das hier ist wieder ein Promise. Das heißt, erst wenn dieser Task ausgeführt wird, würde Cypress auf die Hauptroute der Applikation gehen. Und dann könnte ich meine Assertions ganz normal abbilden, wie ich das gerne möchte. Und das ist so, dass ich diese Tasks sehr dynamisch aufbauen kann. Das heißt, im Hintergrund kann ich was auch immer für einen Datenbanklayer hier anlegen. Cypress hat hier in den Plugins oder sogenannten Plugins die Möglichkeit, einen Task zu definieren. Hier der Defaults DB und hier könnte ich sagen, bitte seede mir mal meine Datenbank mit den Defaults. Und das kann man in beliebiger Art und Weise machen. Wir nutzen das zum Beispiel, um beispielsweise eine HTML-Seite zu mocken oder wie gesagt, was man sich vorstellen kann. Gut, jetzt ist es so, dass Cypress ein Open Source as a Service ist. Das heißt, im Standardfall ist es so, dass man Cypress komplett kostenlos verwenden kann. Es gibt allerdings bestimmte Sachen bzw. bestimmte Services, die auch verkauft werden. So zum Beispiel das Cypress Dashboard. Das ist, ja, wie soll ich sagen, für einen gewissen Ausführungsrahmen für Open Source Projekte kostenlos. Für Unternehmen kostet das natürlich entsprechend was, aber es bietet die Möglichkeit, eine Übersicht zu haben über die ganzen Testausführungen, wie viele Tests durchgelaufen sind, wie viele fehlgeschlagen sind, wie lange das gedauert hat und das Schicke ist auch daran, dass man da immer noch ein Video der Testausführung noch mit dranhängen hat und die eigentliche Testausführung in einem simplen Log. Auch das werde ich euch nachher noch zeigen. So ist es halt möglich, sehr einfach zu sehen, welcher Test nicht geklappt hat oder ob die Testsuite durchgelaufen ist. Es hat auch noch solche Sachen oder im Hintergrund bietet es dann Möglichkeiten, Flaky-Tests zu erkennen. Das heißt, die haben eine Historie über die Tests, die ausgeführt wurde und bilden Statistiken darüber, ob eine gewisse Test dazu tendiert, instabil zu sein und würden dann, wenn es darum geht, diesen Test mehrmals ausführen oder dann eben, wenn er wirklich in allen Fällen gefehlt hat oder einen bestimmten Prozentsatz der Fälle, dann auch diesen Test fehlschlagen lassen. Das Dashboard kann auch zur Parallelisierung genutzt werden. Das bedeutet, dass in der Standardvariante unterstützt Cypress keine Parallelisierung, beziehungsweise die muss man sich selber herstellen, indem man mehrere Cypress-Instanzen parallel laufen lässt. Das Dashboard hat die Möglichkeit, automatisch die Tests und auch mit der Analyse oder der Laufzeitanalyse im Hintergrund wissen Sie, welche Tests wie lange brauchen und können dann die CI-Maschinen, die man Ihnen bietet, so auslassen, dass eben die Wartezeit reduziert wird. Gut, Demo. So, jetzt habe ich mich natürlich gefragt, was kann ich denn für eine Applikation testen, die alle kennen, die nicht mega langweilig ist, also keine To-Do-Listen-Applikation. Und da dachte ich mir, dass ich hier Präsentation teste. Genau. So. Fangen wir mal an. Also, das ist die Präsentation, die ihr gerade gesehen habt, oder zumindest zu 80% gesehen habt. Diese Applikation, wie soll ich sagen, ist eigentlich nur eine README-Datei, die ich über das, ja, wie soll ich sagen, NPM-Paket RevealMD mit einem bestimmten Theme starte. Und im Hintergrund, wie soll ich sagen, gibt mir dann noch eine Applikation, die im Client oder im Browser läuft, mit der ich interagieren kann, die also auch von Cypress testbar ist. So. Deshalb habe ich mal den möglichst einfachsten Fall, um Cypress zu testen, aufgezeichnet. Das heißt, beziehungsweise mehr,
oder mehr Files muss man nicht erstellen, um einen Standard Cypress-Test zu fahren. Disclaimer, man möchte komplexere Applikationen natürlich auch mit Bundlern versehen. Das heißt, all das, wenn ihr eine JavaScript-Applikation bundelt, wenn ihr irgendwie TypeScript im Hintergrund habt, könnt ihr mit Cypress abbilden. Allerdings war mir das Bootstrapping jetzt für die kurze Demo ein bisschen zu aufwendig. Das heißt, ihr werdet in den nächsten Dateien keine Imports sehen oder irgendetwas. Das wird alles global registriert. Das sollte man in Production nicht machen. Disclaimer zu Ende. Dann, Cypress läuft schon und wie ihr seht, habe ich hier einmal eine Navigation Spec, die mir quasi die Navigation meiner Applikation testet oder meiner Präsentation testet und eine Cypress Spec, die mir den Cypress-Teil oder einen bestimmten Teil von Cypress testet und auch fehlschlägt. Ich würde mal starten mit der Navigation Spec. Hier seht ihr, dass er erstmal die Navigationsdirections ausprobiert und dann geht er nochmal durch die ganzen Main-Level durch und guckt, ob die Überschriften stimmen. Wirklich sehr trivialer Test. Das Interessante ist jetzt, dass ich jetzt beispielsweise hier reingehen kann und sagen kann, zeig mir mal bitte den Zustand meiner Applikation, beispielsweise, wenn ich mir die Directions testen möchte. Da ist es so, dass er hier quasi die Route mit der Slide 3 startet, dann schaut, dass mir das Navigate Left, also ihr seht hier unten den Selektor, der da ist, er sucht diesen Selektor, der enabled ist, klickt ihn dann. Dann wird man natürlich automatisch zur nächsten Slide jetzt geführt. Ja, das ist natürlich sehr gut sichtbar, aber es ist die Agenda-Slide und hier erwartet er, dass die Agenda-Slide das Wort oder beziehungsweise den Text Agenda enthält. Das gleiche für Navigation Right. Ja, da geht er natürlich einmal nach rechts, testet dann, ob Selenium drin vorkommt und bei Down das gleiche. Hier geht er quasi einmal auf Anforderungen, navigiert nach unten und zu guter Letzt gehe ich nochmal die Navigation ab. Das ist ein bisschen komplizierter, wie man hier sieht. Das heißt, ich gehe jetzt hier einmal nach unten, hier oben. Und schaue dann, ob hier die Anforderungen von UIs erfüllt sind. Und zu guter Letzt gehe ich dann natürlich wieder nach oben und überprüfe, ob quasi ich wieder bei den Anforderungen gelandet bin. So, soweit so klug. Ne? Das Gleiche ist relativ einfach für die Agenda. Da ist es einfach nur der Test für den Text. Aber das Ganze gibt es auch ein bisschen komplexer, weil ihr habt ja gesehen, da ist ein Video drin. Und ich kann natürlich auch testen, ob ich hier ein Video drin habe, was quasi eine gewisse Duration hat. So. Und wie ihr hier seht, hat das bei mir hier nicht geklappt, weil das Video noch nicht fertig geladen war. Das heißt, wir werden gleich im Test sehen, dass dieser Test an der Stelle nicht optimal ist. Ich erkläre euch auch gleich noch, warum. Und dann habe ich das Gleiche noch mit dem Dashboard. Hier ist es so, dass ich einfach nur meinen Test hundertprozentig fehlschlagen lassen wollte. Also dieser Test soll fehlschlagen, dieser Test ist flaky, abhängig davon, wie meine Verbindung ist. So, gut, dann fangen wir mal an, am besten mit der Navigation. Beziehungsweise ich zeige euch erstmal die Commands, nachdem ich euch die Navigation gezeigt habe. So sieht eine Standarddefinition eines Tests aus. Ihr habt die Navigation, ihr habt die Directions. Ja, jedes Mal werde ich hier, wenn ich die Directions gehe, gehe ich auf die dritte Slide. Das ist schon die erste Besonderheit, das ist das Command. Das Command definiere ich hier drin und sage, bitte gehe auf die Slide oder besuche die Seite mit der Slide. Das ermöglicht mir die Variante, dass ich einmal auf Seite Slide 3 gehe, aber ich kann auch auf Slide 4 mit der Subslide 5 gehen. Dann gehen wir mal zurück in den Navigation. Seht ihr hier, dass ich das CI Navigate habe und das CI Navigate ist genauso wieder so ein Kommando. Nur, dass es hier im Hintergrund mir einen Selektor baut aus Cypress, dann auf das Navigate mit der Direction, die ich reingebe und das Enabled und dann da drauf klickt. Und das war's. Der würde übrigens, also der Test würde auch fehlen, wenn er den Selektor nicht findet. Das heißt, wenn das hier nicht eingetreten ist, würde der Klick nicht funktionieren. So, und so kann ich halt meinen Test relativ einfach strukturieren.
Das ist der ganz einfache Anwendungsfall. Der ein bisschen komplexere Anwendungsfall ist, dass ich beispielsweise hier Zugriff auf mein Video haben möchte. Das heißt, mein Video habe ich hier oben über eine ID identifiziert, werde dann, oder wenn ich meinen Selektor mit dem Video calle, habe ich die Möglichkeit, ein Promise mir aufzulösen, und in dem Promise habe ich das wirkliche DOM-Objekt meines Videos. Ne? Also ich kann jetzt hier auch beispielsweise reinloggen hier Video, und dann werden wir das jQuery gerappte DOM-Element sehen. So, nehme ich, was ich hier sehe, und das ist das Video-Element, auf dass ich kompletten Zugriff habe. Das heißt, hier kann ich Events drauf triggern, hier kann ich darauf warten, dass eine bestimmte, die Duration gesetzt ist, ich kann das Play-Event ausführen, was auch immer. Die Besonderheit bei Cypress ist auch, dass ich kompletten Zugriff auf das Window habe der Applikation. Das ist insbesondere dann sehr praktisch, wenn ich bei sehr state-getriebenen Applikationen das Testbed vorbereiten möchte, anstatt im Hintergrund die ganzen Schritte zu gehen, bis ich tatsächlich meine Applikation in den einzelnen Zustand habe, kann ich den gesamten State meiner Applikation injecten, starte meinen Test und es geht sofort los, und ich kann mir dann die ganzen Schritte, um dahin zu kommen, sparen. Das muss man natürlich auch noch testen, aber ne, ja. Viele kennen das Problem, wenn man erstmal irgendwie versucht, die Applikation in einen Zustand zu bringen. Das ist sehr, sehr aufwendig. Genau. Gut. Es gibt noch hier, ich habe noch ein Fixture als Beispiel reingebracht, aber das ist so der Standardfall, ne? Wirklich sehr wenig Boilerplate Cypress-Test. Falls ihr nachher noch Fragen habt, können wir da noch ein bisschen tiefer reingehen. Was ich euch noch zeigen wollte, war die Integration mit der CI. Die ist nämlich auch relativ elegant gelöst. Ich habe hier mal Drone.io genommen als Public-Projekt. Das liegt auf GitHub, der ganze Kram, könnt ihr euch angucken. Hier ist es so, dass in Drone ich einfach also das ist die gesamte CI-Pipeline. Im Drone habe ich ein Docker-Image von Cypress zur Verfügung. Das heißt, Cypress bringt mir Docker-Images mit Node vorgebundelt, die alle Abhängigkeiten schon mit einbinden. Und hier kann ich einfach ein NPM-Install reinpacken, starte meine Präsentation und führe dann hier einfach meine Tests aus. Und das sieht dann in der Package.json so aus, dass ich hier meine Applikation starte und hier meinen Cypress-Run mit einem, mit einem Record-Key vergebe. Und hier sehe ich dann, dass meine Tests teilweise, also einige sind gefailt, also der Dashboard-Test, der failen sollte, failte. Und die anderen Tests sind durchgelaufen. Jetzt kann ich das Ganze mir nochmal in mein Dashboard angucken. Das ist das Dashboard, oder so sieht das Dashboard dazu aus. Cypress macht für jeden Test-Failer, den man sieht, einen Screenshot. Das heißt, ich kann mir erstmal den Screenshot angucken. Ich kann mir einen Screenshot angucken. Ah, sehr gut. Ja, da sehe ich, dieser Test sollte failen. Der hat gefailt. Ich sehe nicht viel, warum. Das Besondere ist, dass ich hier mir natürlich auch noch das Video dazu angucken kann. Das heißt, Cypress nimmt im Hintergrund die ganzen Testvorgänge auf. Und ich kann dann in meiner CI sehen, was abgelaufen ist. Und sehe dann hier, dass er halt gefailt hat. Ja. Parallelisierung und so weiter habe ich jetzt nicht gemacht. Das lohnt hier nicht. Aber generell ist das Dashboard eine, wie soll ich sagen, sehr mächtige Intelligenz über die Testausführung. Gut. Dann, nachdem ich die ganzen Vorteile von Cypress gezeigt habe und meine Präsentation nicht finde, kommen wir zu den Trade-offs. Also, gerade ist Cypress limitiert auf Chrome. Das wird nicht für immer so bleiben, aber es ist verdammt viel Arbeit, diese APIs, die ihr gesehen habt, zu implementieren. Die sind gerade dabei, für Firefox, IE und Safari das Ganze noch zu machen. Wann das rauskommt, weiß man nicht. Es ist ein Open-Source-Projekt. Natürlich gibt es ein gewisses Funding durch das Dashboard. Kann sein, dass es nie kommt, kann sein, dass es kommt. Hier muss man an der Stelle sagen, wie wichtig die Ausführung oder für sich selber feststellen, wie wichtig die Ausführung in unterschiedlichen Browsern ist. Für mich als Entwickler ist es einfach nur wichtig zu wissen, dass ich mit meiner Codeänderung keine Regressionen reinbringe. Dann ist das absolut legitim. Wenn ich
da, wie soll ich sagen, eine Storefront beispielsweise für alle unterschiedlichen Varianten des Checkouts testen möchte, wäre das nichts. Das heißt also beispielsweise möchte ich natürlich sicher gehen, dass meine Storefront im Checkout für den Internet Explorer funktioniert, weil das ist bares Geld für mich. So. Cypress ist in diesem Development-Modus, den ihr gesehen habt, sehr, sehr RAM-hungrig. Das bedeutet, das ist nicht dafür gedacht, eure gesamten Test-Suites auszuführen. Dafür gibt es noch einen eigenen Modus. Ihr könnt das Ganze auch headless starten oder nur im Chrome ohne das gesamte Developer-Tooling. Aber meistens ist es so, dass irgendwann der Chrome zusammenbricht, weil er einfach zu viel RAM gefressen hat. Der Vorteil von Cypress ist gleichzeitig auch ein Nachteil. Das bedeutet, Cypress läuft innerhalb des Browsers. Ja, es gibt also keinen Multitab-Support. Ich könnte jetzt also aus einer Cypress-Test-Suite keinen zweiten Tab aufmachen oder ich könnte auch kein neues Fenster aufmachen. Das funktioniert nicht. Es gibt nur eine Test-Suite pro Browser gleichzeitig. Also die Parallelisierung, die man erreichen kann, ist also die gesamte CI-Suite ist so schnell wie die langsamste einzelne Suite. Weil ich nur die Suites parallelisieren kann, aber nicht die einzelnen Tests da drin. Es ist Single Origin. Das bedeutet, dadurch, dass ich nur oder dass ich JavaScript im Browser ausführe, habe ich die gleichen Cross-Site-Scripting-Probleme, die auf mich zukommen würden, wenn ich jetzt beispielsweise anfangen würde, mir von anderen Origins Code reinzuziehen. Und es kann, also es muss nicht, aber es kann natürlich auch Seiteneffekte auf Applikationen haben. Das heißt, es ist kein Blackbox-Test. Das bedeutet, dass wenn Cypress irgendwann mal anfängt, eine API zu oder im Window-Objekt von eurer Applikation etwas zu registrieren, kann das zu Konflikten führen. Das muss einem auch klar sein. Natürlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass das passiert, aber es ist halt keine Blackbox, in der ich von außen drauf gucke. Ja, ich glaube, es ist ein gutes Ende zu sagen, was nicht so toll ist. Aber falls ihr Fragen habt oder noch weitere Anwendungsfälle, dann wäre, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt. Du wolltest uns noch erzählen, warum das Video, warum dieser Videotest nicht. Ach so, das hat was, ist ein Netzwerkproblem. Nämlich der Videotest oder beziehungsweise das ist eine Besonderheit von Mediaobjekten und Chrome. Das wird erst geladen oder beziehungsweise das wird erst geladen, wenn es auch abgespielt wird. Wenn ich es nicht abspiele, dann wird es nicht geladen. Genau. Aber könnte man solche Fälle auch abhängen, dass man sagt, okay, das ist zumindest da, dieser Platzhalter. Ja, es ist halt einfach, es sollte nur zeigen, du hast natürlich auch hier Test-Dependencies. Ne? Wenn du ein externes System hast, was nicht da ist, dann funktioniert das natürlich auch nicht, so wie in jedem anderen Test-Framework auch. Wie verhält sich es mit Seitenwechseln innerhalb eines Windows? Also, das kannst du machen, du kannst beliebige... Ich kann auch den Status, also mein Status, den ich innerhalb der Tests... gemerkt habe, der bleibt da halt. Also es ist nicht so, dass dann mit dem Neuladen des Roms dann auch neu gehuckt wird und ich quasi alle Informationen bestand verliere. Nee, das ist dann noch da. Also wenn deine Applikation kleinzeitig routet, dann ist es noch da. Wenn du, ach nee, ja und auch wenn sie es nicht tut, ist es auch noch da, weil das in einem Frame, also beziehungsweise die Applikation, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, genau, die Applikation hier, wenn man da mal reinschaut, sieht man, dass das Ganze in einem iFrame ausgeführt wird. Ne? Hier. Und in dem der iFrame bleibt quasi, lädt sich neu, dein Testrunner rundherum bleibt erhalten. Ja. Ihr nutzt das als Integration, also für Integrationstests, habt ihr irgendwann auch noch End-to-End-Tests? Ja, also natürlich. Nutzt ihr da auch ein Testautomatisierungstool? Da gibt es Testautomatisierungstools, ja. Da ist André der bessere Ansprechpartner. Aber nicht Cypress. Noch nicht. Soll es da hingehen? Das kommt drauf an, das muss man sehen. Es ist jetzt natürlich so, dass der Anwendungsfall für einen Integrationstest, dadurch, dass wir natürlich größere Systeme haben, die miteinander verbunden sind, ganz anders ist als der für diesen, also für einen End-to-End-Test ganz anders ist als der für einen Integrationstest. Deshalb, man muss eine gewisse... Wir wollen natürlich auch möglichst viel Code wiederverwenden, deshalb könnte man sich überlegen, in die Richtung zu tendieren. Gerade haben wir ein anderes End-to-End-Testing-Framework, deshalb bleiben wir jetzt erstmal da. Das wird sich irgendwann zeigen. Das ist auch am Ende die Frage, wer diese Tests schreibt. Ja. Gibt es bei der Assertion schon die Möglichkeit für Soft-Assertions? Also ich meine, es gibt ja so transaktionale Sachen, die fehlschlagen müssen, wie Klicks oder sowas, weil ich komme ja dann nicht weiter, weil mein State ändert sich nicht, aber sowas, dass man halt sagt, ich möchte jetzt
eher eine Warning haben, wenn zum Beispiel irgendein Label nicht gesetzt ist, aber also ich möchte es registrieren. Ja, du kannst. Ich möchte nicht deswegen meinen Test stoppen, weil gerade so eine Testausführung, die länger dauert, ist ja. Ja. Also das kannst du machen. Cypress hat so eine Info-Logger noch mit dabei. Also auch immer, die haben am Ende auch einen Logger mit dabei, wo du auch Warnings noch mit rausspucken kannst. Da würdest du, ich glaube aber nicht, dass du dann in dem Fall die Assertions nehmen könntest. Okay. Ja, aber die BDD-Assertions sehen so aus. Nochmal, das wollte ich eigentlich auch noch zeigen. Aber es ist recht umfangreich, sagen wir es mal so. Also ne, es gibt sowas von... gibt Helper für alles Mögliche. Ich habe irgendwie einen Property, was ganz weit in einem Objekt drin ist. Ich habe irgendwie, es gibt natürlich Regexes, kann ich draufschmeißen. Was kann man noch hier? Try jQuery. Achso, ja, die ganzen typischen Attribute kann ich natürlich noch asserten. Stubbing und so ein Kram geht mit Synonym.js auch, ne? Also wenn ich wissen möchte, wie oft eine bestimmte Funktion gecallt wurde und so weiter. In dem Punkt, die Dokumentation ist wirklich gut, die gibt auch so ein bisschen Anleitung darum, wie man seine Tests strukturieren sollte, wie man beispielsweise mit Selektoren umgehen sollte. Also ist nicht unbedingt nur für Cypress relevant, sondern auch so generelle Sachen sind da ganz gut abgebildet. Und wenn die Tests dann durchlaufen, wie lange dauert das? Also soll schnell gehen, was kostet? Kommt drauf an. Also das kommt wirklich drauf an, wie viel, wie komplex die Applikation ist. Das heißt, wie viel ich rundherum mocken muss und am Ende, wie umfangreich meine Tests sind. Also wenn ich jetzt natürlich 10 Assertions in einen Test mache, dauert das länger als eine Assertion. Also ich kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt 100% schneller als ein Selenium-Test. Das wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber es ist von der Natur aus dadurch, dass man diese Trennung nicht mehr hat zwischen meinem Testrunner und meinem Getestetem, natürlich schneller ausgeführt. Weil ich nicht mehr nicht unbedingt darauf warten muss, dass etwas passiert, sondern ich mich direkt an diese Events mit dranhängen kann. Habt ihr es noch verglichen? Wie soll ich sagen, wir sind nie an den Punkt gekommen, tatsächlich so viele Tests zu haben, dass wir es vergleichen konnten. Wir haben jetzt angefangen damit, überhaupt eine große Testabdeckung damit zu schreiben. Hast du auf UI-Tests beschränkt? Wie sieht es mit Unit-Tests für skriptseitige Sachen aus, die im Browser so ja, können? Du kannst auch Unit, weiß ich nicht, ob ich das empfehlen möchte, du kannst es machen. Ja. Also die Frage ist halt, ob du für einen JavaScript-Unit-Test unbedingt einen DOM brauchst. Das ist am Ende dann, das ist aber wieder so eine klassische... Ich weiß nicht, wie viele Frameworks ich parallel verwenden möchte. Ich meine, also würde es damit möglich sein? Oder? Kannst du machen, ja. Eigentlich schon, ne? Aber natürlich ist ein Jest-Test 100 Mal schneller als ein Unit-Test von Cypress. Ja. Weil ne, ich natürlich... Ja, also man muss sich natürlich klar machen, was man damit testen möchte. Natürlich kann man möglichst viel damit testen, aber auch hier ist wieder die Frage, bestimmte Funktionalität oder Kernfunktionalität oder Business-Logik meiner Applikation möchte ich nicht über Integrationstests abbilden, sondern die möchte ich isoliert in Unit-Tests abbilden. Das ist dann tatsächlich dann wirklich, wenn ich sehen möchte, wie die Teile miteinander zusammenspielen. Wie würdest du jetzt so eine CSS-Transition testen? Also du kannst direkt auf die CSS-Transition draufschauen, wann die fertig ist. Du kannst dich an die Events hängen, die auftreten, wenn die CSS-Transition abgefeuert wurde. Oder du kannst auch zum Beispiel dir die mit Cypress dir ausgeben lassen oder darauf warten, dass es das Element in einem bestimmten Zustand befindet. Und das heißt, wieder die gleiche Frage von vorhin, von der Rollenverteilung. Du als Entwickler schreibst quasi auch die ja. Tests. Okay, weil es im Endeffekt so tief ja. mit der Anwendung ich mach die, ist, dass man nicht sagen kann, ob die Oberfläche reicht. Ja, ich mache die Selektoren ja auch. Deshalb, für mich ist es halt einfacher, erstmal herauszufinden, wo ich die Selektoren einbringen muss. Und auch so die Selektoren so einzubringen, dass ich die nicht mit meinem nächsten Codeänderung breche. Und dann ist es für mich natürlich dadurch, dass ich die quasi, also wir nutzen Cypress mit TypeScript. Es ist dasselbe Tooling, was ich auch für das Schreiben meines Codes habe. Da müsste man aber sozusagen sofern es noch sagen, dass eigentlich Selenium oder dann die Bibliothek, die wir draufsetzen,
und das Cypress eigentlich so ein bisschen auf unterschiedlichen Abstraktionsleveln liegen und eigentlich kleine Überschneidungen haben, in Konkurrenz sind, aber eigentlich ist ja sozusagen die Grundidee von Selenium wirklich gerade nicht reinzugehen in die Anwendung. Ja, kann man so sagen. Genau. Ob das zur Teststabilität zuträglich ist oder nicht, kannst du dann halt dann nicht. Ja, sonst noch Fragen? Ansonsten wäre es das von meiner Seite.